Höher geht's nicht und schneller geht's nicht. Egal, wir sind ja gleich da und ein bisschen Zeit ist ja auch noch da diesmal. Also von daher. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Watch Dogs Legion, Folge 16. Hier war jetzt noch stehen geblieben. Beziehungsweise das Spiel ist ja neu gestartet, dementsprechend kann ich den eigentlich fahren. Hätte ich ja mal mega Bock drauf. Boah. Boah, ja. Wir fahren den Londoner Bus. Und sind immer noch bei der 404-Mission. Müssen da jetzt hinfahren, entdeckt genau den großen Auftrag. Toll. Sieht er fast sogar noch so aus wie der jetzige Bus, den es da gibt. Auch wenn der Bus, den es da gerade in London gibt, wirklich elektrisch ist. Aber okay. Vielleicht ist das nicht die beste Idee gewesen, die ich hatte. Und diese Hupen gehen einem auf Dauer auch auf den Sack, weil sie einfach immer gleich sind. Aber naja, ist okay. So. Wir haben Hals gekratzt. Da ist das London Eye. Auch geil. Da zieh dich, Junge. Man macht Platz vor dem Bus. So, dann fahren wir jetzt halt. Komm. Alter, da tut sich ja nichts. Junge, Junge, Junge. Ah, es ist einfach schöner. Sagen wir es so. Einfach nur schöner. Wir müssen auch irgendwann diese Balken mal voranbringen. Das heißt, diese ganzen Sachen, wo Albion draufsteht. Zum Beispiel sowas hier. Bringt das halt da was, wenn... Da muss ich die ja kaputt machen eigentlich, oder? Bringt in dem Fall wohl leider nichts. Ja, wir müssen halt diese ganzen Logos damit überdecken, ne? Hier, diese ganzen Albion-Dinger, die... Müssen auf Dauer natürlich ersetzt werden durch unsere. Durch DeadSec. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal hier ein bisschen um die Mission. Und danach könnten wir ruhig auch mal wieder so ein paar neue Leute einstellen. Gerade diese wichtigen Leute da, die uns eine Menge bringen. Zum Beispiel verkürzte Zeit im Gefängnis, im Knast. Hinter den schwedischen Gardinen. Was gibt's noch in der Klapse? Nee, Klapse ist ja eher Nervenheilanstalt, sowas. Naja. So. Machen wir jetzt mal hier die Mission zu Ende. 404 nicht gefunden. Das ist auch 404 heißen, ne? Das gibt's hier auch mal. Naja, die Leute, die ein bisschen sich mit Computern auskennen, werden ja aber auch wissen, was 404 heißt. Früher galt sie als beste öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt der Welt. Jetzt gilt sie als, und ich zitiere, ziemlich scheiße. Da findest du Nauts großen Auftrag. Da kommt man wohl nicht rein, aber auf den Plänen ist ein Zugangspunkt auf dem Dach vermerkt. Von dort solltest du reinschauen können. Okay. Die Frage aller Fragen. Komm hier aufs Dach? Natürlich. Mit der Drone. Oh, Moment, das... Ist irgendjemand böse zu mir gerade, oder was? Hey, hallo? Oh, da. Oh, ach so. Okay, jetzt verstehe ich das erst. Du bist ja eine Kampfdrohne. Hallo. Scheiße. Okay.
Hier bin ich in Reichweite, ja. Wenn ich näher rangehe, einfach. Hier sieht's aus. So. Dann. Na. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Also. Was ist denn jetzt die Kacke? Ja, gleichzeitig kann ich das Ding natürlich aber auch benutzen, um aufs Dach zu kommen. Wäre vielleicht auch ganz gut. Nein, das will ich nicht. Mit dem Ding doch auch ein. Kann auch theoretisch damit jetzt auch fliegen, oder? Okay. Naja, das ist jetzt natürlich belastend. Oh, was geht bei dem ab? Der ist stark. Immer mega stark. Okay, naja, kein Ding. Er sieht mich natürlich jetzt sofort. Belastend. Gut, gucken wir einfach mal so. Vielleicht auch nicht schlecht. Erlange den Schlüssel zum Freischalten. Der liegt da hinten. Na gut, den würde ich dann probieren, inkognito zu holen. Nicht gelingt, weil ich dort nicht rüberkomme. Das ist schon ziemlich belastend. Die kann ich natürlich nicht holen. Scheiße. Machen wir es einfach so. Nee. Das Schwein kann überall sein. Ach, ist doch nicht dein Ernst jetzt, ja? Ja, aber. Ach, verpisst euch.
So. Alles, was sie ausmacht, spielt sich im Gehirn ab. Ihre Liebe, ihre Furcht, ihre Träume, sogar die Unartigen. Alles elektrische Signale, die zwischen ihren Ohren hin und her laufen. Dieses Ding hier ist leistungsfähiger als jeder Computer. Doch es hat seine Grenzen. Ich sah, wie meine Mutter an der Motoneuronkrankheit starb und dadurch habe ich realisiert, dass wir alle sterben müssen. Aber was, wenn wir das ändern könnten? Sagen wir, wir können ihr Gehirn scannen für einen Upload der Neuralkartierung in die Cloud. Tja, das wäre das Ende allen Leids. Das Ende des Todes und der Beginn einer neuen Gesellschaft, in der Krieg, Unterdrückung, Krankheit, Sorgen der Vergangenheit wären. Hallo, mein Name ist Sky Larson, die CEO von BrokerTech, und das ist Daybreak. Da Sie sich alle für unsere Warteliste angemeldet haben, möchten Sie sicher sehen, wie Daybreak funktioniert. Doch zuerst bitte ich die Techniker um die Unterbrechung der Live-Übertragung. Schließlich sollen keine ungebetenen Gäste Aufnahmen von Interna machen. Daybreak ist ein Darstellungssystem zum Scannen Ihres... Okay. Einfach nur abhauen. Ist natürlich in Anbetracht der Umstände schön. Die Drohne ist nicht zufällig noch da. Ah, hier sind Treppen. Auch gut. Ist natürlich trotzdem cooler, meine Drohne wieder zu nehmen. Du siehst mich doch nicht, oder? Ciao! Da ist der Datzek. Der große Auftrag. Hast du es etwa auf Sky Larson abgesehen? Oh, viel mehr als das. Das Problem ist, Larson wurde seit fast 2 Jahren nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen. Und man kann kein Hologramm töten. Ich habe versucht, sie aufzuspüren. Ich habe auch ihr Haus hier in London gefunden, aber... Tja. Larson ist ein echtes Genie. Sie hat die KI revolutioniert. Ich meine, verdammt, sie hat Bagley erschaffen. Womit hat sie dir ans Bein gepisst? Eine Menge. Aber das solltest du selbst sehen. Ihre Villa steht in Westminster. Was du da zu sehen kriegst. Sie hat die Verbindung getrennt. Mission abgeschlossen. 404 nicht gefunden. Hm. Mission gestartet. Heimkehr. Bex, such Larsens Adresse raus, ja? Klar, ich sehe einfach in den gelben Seiten nach. Oh, schau mal, da ist sie unter M wie... Milliardäre, die logischerweise ihre Adresse nicht verraten, du naives Baby. Es muss irgendwo bei St. James Square sein, aber mehr kann ich nicht tun. Ruf Naut an, sie kennt die Adresse. Schon versucht, sie ist offline. Larson muss was Übles verstecken, was richtig Übles. Naut hat derbe Schiss vor dem, was sie gesehen hat. Suche am St. James Square nach Sky's Haus. Das weit? Nö, da fliegen wir mal kurz so hin. Oh. Höher geht's nicht und schneller geht's nicht. Egal, wir sind ja gleich da und ein bisschen Zeit ist ja auch noch da diesmal. Also von daher. Ast. Hab auch heute übrigens keine Aufnahmeprobleme gehabt. Heute lief wieder alles. Gestern irgendwie so ein Bad Server Start gehabt. Ja. Naja. Gut, dann mal gucken. Und dann könnten wir auch mal gucken, wie wir diese Albion-Schriftzüge wegkriegen.
ja dann auch so mit das Hauptziel dieser Karte irgendwie, ne? Tja, dieses Gebäude ist ja mal gar nicht verdächtig. Das Anwesen gehört Karkani Medical. Aber es gibt Unterlagen, dass das Ausheben des Kellers von BrokerTech bezahlt wurde. Ich glaube, du hast Sky Larsons Haus in London gefunden, das bekanntermaßen seit 2 Jahren leer steht, nachdem Larson öffentlich nicht mehr aufgetreten ist. So sollte man als guter Nachbar schon mal nachsehen, ob alles okay ist, oder? Ja, warum nicht, ne? Dafür den Zugang. Oh. Warum nicht? Was belasten? Ich bin so stark. Komm ich denn da rein? Ah, es geht natürlich hier. Na dann. Na dann. Gib mir den Schlüssel und rein da. Ach so, ja. Oh. Ja. Besser. Ach, ich das mag, ey. So gehen. Kann das nicht anders machen. Das hier kann ich noch anders machen. Oh. Okay, der muss auch noch. The fuck, oder? Schon mal entsperrt. Jetzt muss ich aber hier unten hin. Das geht aber nicht. Doch, so. Aber hier nicht. Nicht ganz gut, ne? Da das anmachen, dann bräuchten wir den nur umzulegen. Den hier. Umzulegen. Dann ist das System geknackt. Ah. Oh. Was kommt? Willkommen zu Hause, Sky Larson. Ich freue mich, dass Sie nach Ihrer längeren Abwesenheit wieder hier sind. Mach einfach mit, wenn du nicht erwischt werden willst.
Interessant. Es sieht dafür, dass es von außen so kacke aussieht, ist das hier ja echt Wahnsinn. Und wie das hier weitergeht, Freunde, das sehen wir in der nächsten Folge. Da geht es nämlich ja genauso, steht ja weiter. Und dann werden wir mal gucken, was... Sie haben einige Zeit nicht mehr in Ihrem Labor gearbeitet. Ich möchte Sie bei Ihren wichtigsten Projekten auf den neuesten Stand bringen. Bitte kommen Sie nach unten, wenn Sie bereit sind. Du machst eine Tour durch Sky Larsons privates Labor? Unfair. Easy, würde ich sagen. Das sehen wir in der nächsten Folge, Freunde. Vielen Dank euch wieder fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.